Grüß euch, Matt Eker hier. Wir werfen heute gemeinsam einen Blick in die aktuelle Paktbeschwörung, welche Helden es da gibt und natürlich vor allem dann auch den neuen Hurricane, was ich dazu zu sagen habe. Ja. Zuerst einmal, wie immer in der Paktbeschwörung, die Helden, die nicht gefeatured sind, sind fast ausnahmslos uninteressant. Die einzigen beiden Nornen und vor allem Chamäleon sind für mythische Titanen eben notwendig, vor allem Chamäleon, wenn man da ernsthaft mitspielen will, braucht man Chamäleon oder sogar mehrere. Also ich habe zwei gemaxte Chamäleon, Chamäleon nämlich, also Chamäleons natürlich. Hutmacher ist noch ganz nett davon, hat es aber glaube ich jetzt, oder gibt es gerade aktuell in der Paktbeschwörung? Nein, irgendwo hat es jetzt einmal gegeben, ich glaube im Seelentausch, keine Ahnung. Also Hutmacher ist noch hat eine spezielle Fähigkeit, die ihn halt interessant macht, ansonsten sehe ich da keinen einzigen 5-Stern-Helden, der bei mir irgendwie zum Einsatz kommen würde. 4-Sterne sind natürlich ein paar gute vom Event dabei, will jetzt aber nicht genau darauf eingehen, auch aber nicht so gute. Den zweiten, den ich jetzt kurz aufgemacht habe, zum Beispiel, finde ich nicht so gut. Und jetzt schauen wir, was ist vorgestellt. Zu 1,6%, jetzt habe ich nicht drüber nachgedacht, ich glaube, es war jede 450. Ziehung ein bestimmter davon zu erwarten, na, ein bisschen mehr muss sein. Keine Ahnung, jedenfalls trotzdem selten. Müsst ihr jetzt rechnen, aber ich sitze nicht vor dem Computer. Also, ich fange jetzt von hinten nach vorne an, im Sinn von der Held, der mich am wenigsten davon interessiert, beziehungsweise der in dem Fall, glaube ich, auch ganz universell einfach der schlechteste ist, ist Peppermint. Will ich gar nicht so besonders drauf eingehen. Es werden zu Weihnachten jetzt wahrscheinlich viele Münzen eingesetzt worden sein. Es wird nicht wenige Spieler geben, die Peppermint gezogen haben. Und trotzdem sieht man ihn eigentlich fast nirgends im Einsatz. Das ist jetzt keine Begründung dafür, dass er schlecht ist. Es könnte auch sein, dass das jeder falsch einschätzt, aber ich glaube, in dem Fall ist es berechtigt. Als nächstes eine eigentlich gute Heldin, Faline. War, wie sie rauskommen ist, die beste die beste gelbe Def-Heldin. Und für den Angriff ist sie weiterhin sehr gut. Aber sie ist jetzt verglichen mit den neuesten Helden halt einfach nicht mehr ganz so stark wie halt früher. Die meisten werden sich aber trotzdem gescheit freuen können, wenn sie Faline ziehen. Sie ist halt jetzt, wenn man schaut, die anderen 4 Helden, die da jetzt im Portal noch vorgestellt sind, sind alle aus den letzten paar Monaten. Also ich glaube, da ist keiner älter als ungefähr 3 bis 4 Monate. Und da ist es halt schwer, sie damit zu matchen. Generell würden aber bei uns, bei normalen Kriegen im Angriff, wenn man sagt, wer einsetzbar ist, jetzt einmal ausgenommen von Hurricane, dann wird im Angriff sehr wohl Faline oft gespielt werden und vielleicht gibt es Einzelne, die noch entweder Cupido oder auch mit dem grünen Ritter, weiß nicht, spielen, aber eigentlich wird es bei uns nicht empfohlen, mittelschnelle Helden im Angriff einzusetzen. Das heißt, insofern ist Faline nicht einmal an vorletzter Stelle, es ist nur halt, weil sie halt nicht so neu ist, ist sie halt nicht so interessant, sagen wir mal im Moment. Für mich persönlich, und das ist für manche vielleicht überraschend, kommt an nächster Stelle der grüne Ritter, der natürlich ganz, ganz mächtig sein kann, wenn er in der Def steht und man als Angreifer nicht auf ihn vorbereitet ist und dann vielleicht nur ein schlechtes Board hat und dann gibt es eigentlich keinen Ausweg. Wenn man aber darauf vorbereitet ist und halt an Dispel mitnimmt, dann bleibt nicht so viel davon übrig, von seiner Fähigkeit, weil nur zwar 35% Schaden und minus 24% Verteidigung ist jetzt nicht so gefährlich, sagen wir mal, für einen Tank. Und wenn ihr als Angreifer halt was dagegen mit habt, gegen seine Verzauberung, ja, dann wird das nicht so oft zum Tragen kommen. Aber natürlich, gerade bei den normalen Raids, wo wahrscheinlich jeder und ich ganz besonders andauernd bei einem Team auf, ja, passt drauf mit meinem Standard-Team so in der Art. Wenn man das so macht, dann wird man halt oft in den Ritter laufen und vielleicht dann zu Unrecht das Gefühl haben, dass er zu stark ist, sage ich mal. Okay, also so viel dazu, eher in der Def. Wenn jetzt theoretisch Allianz lauter grüne Ritter hätte, glaube ich schon, dass das ganz gut wäre. Aber das hat halt keine Allianz, weil er zu selten dafür ist. Im Angriff, wie gesagt, und das wiederhole ich andauernd, ist mittelschnell halt, das muss schon eine ganz besondere Fähigkeit sein. Und das muss eine sein, die zum Beispiel, also fast immer sind das Fähigkeiten, die auch beim Überleben helfen, die einen Helden gut spielbar macht.
also machen in mittelschnell. Das wäre zum Beispiel jetzt Aramis, der ja nicht nur der stärkste Tank ist, sondern schon auch im Angriff eine gute Berechtigung hat, trotz mittelschnell. Einfach weil er halt die Überheilung dabei hat und generell halt auch am Überleben, beim Überleben hilft. Ja, weil nur für einen Angriff, nur für den Schaden wäre es nicht notwendig, dass man mittelschnelle Helden spielen muss. So, das nächste ist jetzt eine Geschmackssache, ob jetzt Milady oder Cupido, ich nehme jetzt Cupido vorher. Und zwar deshalb, weil eigentlich wäre eigentlich die Lady vorher zu nennen. Aber für mich ist Cupido, ich habe ihn halt schon. Deswegen für mich persönlich ist er nicht so wichtig, ihn noch zu bekommen. Und er ist natürlich universeller einsetzbar jetzt als Milady. Milady allerdings ist bei Rush schon eine absolute Gemeinheit. Und sowohl in der Defense, gut, Angriff ist wieder so eine Sache, wobei Milady mit ihrer Fähigkeit auch als einzelner Held wahrscheinlich interessant sein dürfte. Also ich habe sie nicht, habe mir deswegen nie so viel Gedanken drüber gemacht, aber bei den typischen 3-1-1 Angriffsteams bei Rush ist ja dieser Dreieranteil so, dass er die Helden, also die Gegner wegräumen soll. Und dafür ist es meistens nicht mehr so genau, ob der Held jetzt ein bisschen mehr oder weniger Schaden macht. Natürlich ist es fein, wenn er so wie Milady 385% auf alle macht, aber das wäre jetzt nicht unbedingt notwendig. Aber die Fähigkeiten, die sie sonst hat, machen sie jetzt schon, glaube ich, auch gut spielbar als einzelnen Helden. Weil man ja sowohl beim Gegner Ludwigs und andere Daunter ausschalten kann, als auch auf seiner Seite irgendwelche Effekte wie von Alfrike eben. Und beides natürlich nicht nur ausschalten, sondern auch auf sich selbst zurückkommen. Also in Wahrheit glaube ich, dass sie ein toller One-Off-Hero ist bei Rush-Angriff. Also ich habe sie noch nicht und würde mich freuen. Cupido habe ich, jetzt habe ich ihn doch nach hinten gereiht, weil er einfach als mittelschneller Held halt sonst da besser einsetzbar ist. Ich persönlich habe ihn erst ganz, ganz selten in einem normalen Krieg eingesetzt. Ich glaube einmal, also wirklich so selten, wie es halt geht, solange es nicht nie ist. Die Fähigkeit ist halt schon sehr gut. Das Gezielte, ich sage trotzdem Mindless Attack wie von der Alfrike, ist ja in seinem Fall als gedankenlose Heilung ja noch besser, weil wenn man den Gegner blockiert, ist es meistens, also in der Kontrollfunktion, ist es meistens besser, dass der dann, also dass die eigenen Helden dann halt weit noch geheilt werden und halt länger überleben, als dass vielleicht ein bisschen Schaden zugefügt wird. Auch wenn das Entscheidende natürlich bei beiden der Mana-Entzug ist. Aktuell bei Rush ist es so, also man kann ihn schon auch in der Def aufstellen und er ist ja im Angriff generell gut, aber es gibt immer mehr Devs bei Rush und auch Angriffsteams, also Angriffshelden, die diese mindless Deck-Geschichten halt nicht mehr so sicher machen. Wenn jetzt ein Turnier zum Beispiel ist, wo jeder Spieler, also mit Rush-Bedingung, wo jeder Angreifer sich ein perfektes Team dagegen zusammenstellen kann, dann wird recht schnell einmal einer Kitty haben. Und wenn ihr jetzt Kitty rechtzeitig auslöst, dann hat sie halt mir nicht nur wie andere Optionen davor bewahrt, dass Cupido sein Unheil verrichtet, sondern zusätzlich ist auch noch das Team vom Gegner halt stark davon betroffen. Und deswegen würde ihn eher nicht mehr so in so ein Def stellen. Im Krieg, wenn das flächendeckend ist, passt das aber sehr wohl noch. Ja, guter Held auf jeden Fall. Und jetzt aber zum eigentlichen Thema vom Video, oder zum wichtigsten. Zum neuen Hurricane. Haben sie es eingedeutscht, das Hurricane? Ich finde immer ein bisschen schade, weil manche Helden deutschen sie ein. Auf Englisch wird er sicher mit also C-A-N-E am Schluss geschrieben worden sein. Stört mich immer, aber gut. Davon jetzt einmal abgesehen. Was fällt dann als erstes auf? Ich gehe einmal raus auf seine normale Stärke. Er hat eine immens hohe Teamstärke. 875, jetzt schauen wir, 1,150 so, ich gehe jetzt kurz raus auf unseren nächsten Krieg, da haben wir noch nicht ganz umgestellt, aber schauen wir jetzt einen Aramis bei uns an, der ja auch neu ist, der hat jetzt 1,113. Gehen wir nochmal raus, 1,113 gegenüber Hurricane 1,150. Das ist natürlich viel mehr ein großer Sprung auf einmal. Ich glaube aber, dass der Sprung dadurch zustande gekommen ist, dass er schon angepasst ist an die Balancing-Geschichte, die jetzt in Zukunft kommen wird, also die jetzt in ein paar Wochen veröffentlicht werden wird. Die bedeutet ja, dass alle neuen Helden
höhere Stats kriegen werden. Und die ein bisschen schon, also ab, sag mal, abgestuft, also die Helden, die ganz neu sind, kriegen halt, ich weiß nicht, um 50 Punkte Teamstärke mehr und oder um 40 oder so. Also es gibt da genaue Liste, wie viele es werden sollen. Und wie gesagt, ohne dass ich das jetzt weiß, glaube ich, also vermute ich, dass das bei Hurricane schon angepasst ist darauf, dass, ja, dass sie sozusagen die Werte schon ausspucken, die sie ihm nach dem Balancing-Update ungefähr halt geben wollen. Sollte das nicht der Fall sein. Aktuell steht nämlich noch, dass die Helden aus der Dschungeljägerfamilie, glaube ich, 50 Stärkepunkte mehr kriegen sollen. Wenn der dann wirklich noch um 50 Punkte erhöht wird, also seine Werte, dann wäre das eine Frechheit. Ihr wisst nochmal, warum ich jetzt sage, seine Werte und die Stärke, die Teamstärke oben, die 1150, wird ja nur berechnet aus einer Formel, aus den drei unteren Zahlen, aus Angriff, Def und Lebenspunkten. Also wie gesagt, ob das jetzt so bleibt, wenn das wieder noch höher wird, wäre es eine Frechheit. Ansonsten, ganz aktuell, wirken halt seine Werte, die er hat, als Frechheit. Nämlich so einen hohen Angriff in Kombination mit seiner Fähigkeit, über die ich jetzt dann gleich reden werde, ja, das macht ihn halt schon zu einem brachialen Zuschläger. Für Kriegssituationen, Kämpfe ist natürlich auch seine Schurkenklasse gut. Ich erwähne das öfters, meistens bei Schurken und Kämpfern. Kommt natürlich auf die Situation drauf an, aber ich glaube, dass Schurke eigentlich die allerbeste Klasse ist dafür und Kämpfer die zweitbeste. So ungefähr würde ich das sehen. Auf alle Fälle ist es eine der besten Klassen. Vor allem für die DEF, aber also im Angriff trifft es ja genauso zu, dass es oft praktisch ist, wenn er ausweicht. Jetzt gehen wir es noch systematisch durch. Die Dschungeljägerfamilie kriegt zusätzliche Lebenspunkte. Ich weiß jetzt gar nicht, wer alles schon aus der Dschungeljägerfamilie heraus ist. Meistens ist es ja so, dass diese Helden nicht so gut kombinierbar sind. Also ich glaube, da sind die ganzen Affen, also so Bone Crusher und Mistweaver und so drin. Ich habe mir jetzt keine Gedanken gemacht, wie genau man sie kombinieren könnte. Aber man müsste schon drei davon zusammenbringen, dass das wirklich einen, sagen wir, sinnvollen Booster gibt. Und kann man, glaube ich, vergessen. Passiv ist ja wie bei allen Helden aus dem Portal, also Spezialhelden davon, das Gleiche. Da sage ich immer dazu, ja, 150 Schaden über drei Züge ist nicht so übermäßig viel im 5-Stern-Bereich, aber die 3-Stern-Helden und 4-Stern haben ja die gleiche Höhe. Und beim 3-Stern-Helden ist das auf jeden Fall ein großer Unterschied, wenn er den Dot drauf hat. Was ich auch beobachtet habe, war jetzt bei Hammerdusk, den ich ja zum Glück habe, der ja auch diese Fähigkeit hat, beim mythischen Titanen. Es ist eigentlich schon fein. Es ist natürlich, ist das jetzt nicht verglichen mit dem gesamten Schaden sehr viel, aber der löst natürlich im Kampf 10-mal aus, haut das 10-mal drauf und dann macht es den Maximalschaden, der unten steht, also nicht den maximalen, aber hat ein Ziel und so weiter, bis auf insgesamt 1500 Schaden. Also das ist dann schon, ja, wie ist das insgesamt, 1500? Achso, jetzt überlege ich gerade, ich habe gesehen, also ist eh klar, mit Franz und ich habe nämlich gespielt mit Franz und mit Turkrupp gemeinsam und habe mich gefreut über 1000 Schaden. Jetzt weiß ich ja endlich, wie es zustande gekommen ist, 1000 Schaden in der Runde, weil ja Franz und Turkrupp jeweils 50% Zusatzschaden geben, also insgesamt 100%, und 1500 insgesamt sind ja 500 pro Runde. So ist es gekommen. Also da sind es auch ein paar 1000 extra Schaden. Für die meisten, aber wie gesagt, ist das nicht das Wichtigste. Jetzt die Kraft des Jägers. Wenn dieser Charakter seine Spezialfähigkeit einsetzt, erhält er plus 20% Angriff für 3 Runden. Dieser Effekt kann zusätzlich zu anderen Effekten, die den Angriff verändern, aktiv sein. Logischerweise bringt es dann was in Situationen, wo man ihn öfters einsetzen kann. Das sind jetzt nicht so viele. Das ist, also in Kriegen, na, natürlich ist es, auch wäre es toll, wenn man ihn ein zweites Mal einsetzen kann und das kann vorkommen, aber das ist jetzt nicht Standard, sage ich einmal. Also das wird nicht oft vorkommen und deswegen ist das der Vorteil nicht riesig. Bei mythischen Titanen, ja, mit in Kombination, wie wir dann später ansprechen, ist er auf jeden Fall eine interessante Möglichkeit. Und auch bei Events, das wir dann aber auch in der Gesamtheit mit seinen restlichen Skills betrachten, ist das natürlich auch ein Extra, diese Passivfähigkeit. Jetzt geht's weiter. Mittelschnell. Wie gesagt, normalerweise für Kriege im Angriff meistens für meinen Geschmack zu langsam. Für die Def, vor allem als Denk, okay, oder
fast nur als Denksorge. Es gibt natürlich mittelschnelle Flanken auch, aber bin ich kein Freund davon. Also, füge dem Ziel und benachbarten Gegnern 410% Schaden zu. Jetzt fasse ich den Schaden zusammen. Das Ziel und nahe Gegner leiden 904 Brandschaden über 4 Züge. Der Wirker absorbiert 50% des zugefügten Brandschadens als Leben. Also 410% auf 3, das ist ziemlich sicher jetzt Rekord für einen, also für einen 4-Stern-Helden auf jeden Fall Rekord. Überleg gerade, ob mir überhaupt irgendein 5-Stern-Held einfällt, der auf genau 3 so viel macht. Es gibt natürlich die noch fester zuschlagenden, oder auf alle, also sprich Khufu und den neuen Sneferu und Achmose schlägt zwar nicht, also schlägt ungefähr in der gleichen Stärke zu. Aber in mittelschnell auf 3 hat sowas noch nicht gegeben. Aktuell, ich will jetzt ein paar Mal vergleichen mit Aramis, der hat 375%. Mit nicht ganz so hohen Stats. Aber schon ein sehr hohen Stats, will man jetzt nicht untertreiben. Jetzt kommt da oben drauf der Brandschaden. 904 pro Runde. Jetzt schauen wir uns einmal gleich gebreakt an, weil den wird man wahrscheinlich auch ein paar Mal doppelt gebreakt finden, sage ich einmal. Prophezeie ich. 1228 über 4 Züge, also 307 pro Runde. Wenn ich das jetzt ganz schnell nur im Kopf ausrechne, 307 pro Runde, das wären theoretisch, wenn drei Ziele sind, die über alle noch den Schaden kriegen, das wird nicht Standard sein, aber das wären dann 921 und davon 50% sind 400, jetzt bin ich ein bisschen schnell, 460. Also 460 Lebenspunkte würde dann zusätzlich geheilt werden zu dieser Fähigkeit, zu dem Schaden. Das würde nur von seinem Heilungsbonus von den Truppen erhöht werden und so, ja, das heißt, er ist schon eine Kampfmaschine. Also 410% Schaden ist so viel wie, sagen wir halt, schlechtere, schnelle Hitter oder die besseren, sehr schnellen Hitter zufügen. Wenn wir jetzt gerade vergleichen, im anderen Portal gerade ist Fogg im Kostüm jetzt, der hat diese 410%, hat aber niedrigeren Angriffswert. Das also auf 3 ist schon sehr bedrohlich. Ich möchte jetzt in meiner weiteren Betrachtung, wenn ihr über ihn redet, hauptsächlich über die Def reden, weil er im Angriff bei normalen Bedingungen eben, wie gesagt, es mittelschnell ist einfach nicht nötig. Natürlich, wenn ich sowieso mittelschnelle Helden spiele, dann ist er im Team halt noch einmal eine Stärkung, mache halt noch mehr Schaden. Aber es ist dann schon wurscht, ob ich die Gegner mit denen oder mit einem anderen Helden oder mit einem anderen umhaue. Aber was bedeutet es, wenn er in der Def steht? Ja, das wird ungefähr, ich sage einmal so vielleicht schätzungsweise 900 bis 1000 Schaden ungefähr für einen Angreifer, wenn das sein die 410%. Und wenn man sich dann überlegt, wie viele Lebenspunkte der Held hat, wenn er dann diesen Dot draufkriegt, also 307 Schaden pro Zug und vielleicht zu dem Zeitpunkt da wahrscheinlich schon ein, zwei Auto-Attacks geschluckt hat, dann wird der Held im Normalfall nach dem Hit vielleicht noch zwei Runden Zeit haben, irgendwas zu tun. Oder vielleicht wird schon gleich tot sein, wenn Pech war und er vorher schon von irgendwas getroffen worden ist. Das heißt, er ist schon eine richtige Bedrohung. Bevor ich jetzt über das Gesamte rede, wie ich das sehe als Bedrohung, also nur kurz die beiden anderen Fähigkeiten. Die Dauer von negativen Statusänderungen wird für das Ziel und Feinde in der Nähe zurückgesetzt. Das kann in richtiger Kombination schon ein großer Vorteil sein. Ich glaube nur, dass das bei ihm nicht ganz so leicht nutzbar sein wird. Rein von der Art des Helden, also wie er halt so ist, wie man ihn einsetzen würde. Ich habe im letzten 4-Stern Rush-Turnier, Zabok sehr viel im Angriff eingesetzt und dabei immer wieder die Special-Blockade durch Li Shu immer wieder refreshed. Das war sehr praktisch und hat aber in dem Fall gut dazu passt vom Special. Ob das bei Hurricane, ich meine, ob der jetzt, wenn er hält, sowieso bei den Gegnern aufräumt und sie tothaut, ist das vielleicht, wird man das zweite nicht mehr so oft brauchen, sagen wir mal so. Das Zurücksetzen von den Statusänderungen. Jetzt als letztes noch, der Wirker erhält plus 20% Angriff gegen das schwächere Element als Stapel. Die Fähigkeit ist für Raids und Kriege
was halt für die meisten der Hauptbereich vom Spiel ist, nicht allzu wichtig. Ist sehr wohl wichtig bei Titanen, manchmal vielleicht, naja, ich wende sie eher weniger bei Titanen. Das will ich ganz am Schluss noch kurz drüber reden. Jetzt noch einmal, wie ich in der DFC. Ich habe Berichte gehört, ja, völlig unfair und arg, wenn man vergleicht mit Aramis, der ja im Moment der Platzhirsch ist. Also der ganz eindeutig der beste Tank aktuell ist. Jetzt vergleicht man noch einmal, ja, Aramis hat ein bisschen niedrigere Stats, das wird aber ein bisschen angeglichen werden nach dem Balancing Update, glaube ich zumindest. Hat ein bisschen niedrigeren Schadensprozentsatz und hat jetzt keinen weiteren Schaden über Zeit. Aber aus meiner Sicht ist der Rest von Aramis schon deutlich unangenehmer. Verstärkt das Leben aller Verbündeten um 30% des verursachten Schadens. Also sprich, Aramis ist nicht nur, oder ist sogar, da ist sogar der Schaden, den er zufügt, eher der weniger schlimme Teil an ihm als Tank, als seine anderen Fähigkeiten, weil die Überheilung und Immunität gegenüber Statusveränderungen negativen bewirkt, es gemeinsam bewirkt einfach, dass man ganz schwer zurückkämpfen kann. Man kann halt wirklich schwer einen Schadensdeck haben, der da durchkommt und dann die Gegner abräumt. Und auch irgendwelche, die meisten Effekte, also die meisten anderen Möglichkeiten, Alternativen, um Helden irgendwie auszuschalten. Also viele davon arbeiten über Verzauberungen und die kann man auch nicht einsetzen. Das heißt, Aramis als Gesamtpaket mit zwar weniger, aber doch auch viel Schaden als Hurricane, aber mit ansonsten besseren Fähigkeiten. Also finde ich jetzt, ohne jemals bis jetzt gegen Hurricane natürlich gespielt zu haben, finde ich das aber deutlich besser. Das heißt aber jetzt nicht, dass Hurricane nicht auch ein guter Tank wäre oder ist. Vielleicht sogar, ich weiß nicht, vielleicht ist er der zweitbeste lila Tank. Also das will, ich glaube schon, dass ihn viele so aufstellen können, aber ich glaube, man darf sie trotzdem, also ich will nur betonen, dass man sie nicht davon täuschen lassen darf, nur weil er noch fester zuschlägt, dass er deshalb der bessere Tank wäre. Ja, wenn er zum Zuschlagen kommt, natürlich, das wie gesagt, in 2 Runden oder so ungefähr, danach sind die Helden tot, die getroffen worden sind, wenn man nicht heilt und sonst irgendwas. Aber das sind halt trotzdem noch meistens, weil er ja, wenn als Tank stehen sollte und weil er dann ja meistens als erster Held auslöst, nach dem Angriff hat man eben meistens nur 2 Runden. Zusätzlich, zumindest jetzt noch vor der Balancing-Schicht, greifen ja viele mit Alpha Taunt an und Hurricane wird von Alpha Taunt halt auch noch mehr getroffen als Aramis. Aber Norme, nichtsdestotrotz, sicher ein sehr unangenehmer Tank, sagen wir mal so. Aber halt nicht ganz, für mich zumindest nicht auf einem Level mit Aramis. Hurricane ist aber sonst auch schon erstrebenswert, weil er halt andere Funktionen hat. Jetzt beginne ich einmal mit mythischen Titanen, weil ich schon vorher kurz darauf zu sprechen gekommen bin. Dieser Stapel unten, der Wirker, hält plus 20% Angriff gegen das schwächere Element. Ist ja gerade eben bei mythischen Titanen besonders viel wert. Weil da ja jeder Held mit den Gegenständen, die man mitnimmt, halt im Normalfall, wenn das der Held ist, der anvisiert wird mit Hurricanes, wenn Hurricane mit Hurricane anvisiert wird, nämlich, passt genau bei ihm, dann ja, wird er meistens 11-12 Mal im Angriff auslösen. Manchmal sogar noch öfter. Und das heißt, er wird das erreichen, dieses Maximum von plus 200% Angriff. Aber natürlich nur dann, wenn man nicht einen anderen Angriffspusher dabei hat, der das limitiert. Der andere Angriffspusher, der das limitiert, wäre in seinem Fall in Lieder normalerweise Serge. Serge begrenzt, wenn ich jetzt kein Blödsinn sage, auf 160% Gesamtangriffsboost. Und das ist halt auch schon inklusive Titanenbanner und halt allem, was jetzt sonst noch an möglichen Boosts dazukommt, irgendwelchen Farblinks oder irgend sowas. Wenn man also gemeinsam mit Serge spielt, wird ein Teil von diesem Stapel verpuffen. Natürlich gilt es dann trotzdem auch auf Special. Also seine Erhöhung von Hurricane, das wird dann auch 160% auf Special geben. Das heißt, wenn man das so, auch wenn die Formel, die dafür benutzt wird, anders ist, aber dann wären das halt über 1000% Schaden, die er zufügt beim mythischen Titanen. Das ist praktisch aber nicht vergleichbar jetzt mit einem Pengi-Schaden. Trotzdem
Ja, er wird eine der besseren Lila-Optionen für mythische Titanen sein. Er wird aber zumindest meiner Meinung nach nicht an Turkrog herankommen und wahrscheinlich auch nicht an Karnov. Müsste man schauen. Ich meine, er hat natürlich mehr Angriff, vor allem als Karnov jetzt. Aber ich glaube eher nicht, dass es dafür reichen wird. Dass er, ich vergleiche es jetzt nur genau deshalb mit diesen beiden Helden, weil diese beiden Helden genau in dem Slot sind. Die anderen Positionen im Team für den mythischen Titanen sind ja belegt mit Deftown, mit Farb-Deftown, mit Angriffsbusch und mit Franz. Und dadurch gibt es nur einen Platz übrig. Wenn jemand jetzt viele Hurricanes hat, wäre es schon theoretisch möglich, dass er ein Team spielt, einfach mit mehreren Hurricanes. Ja, aber ich glaube wirklich nur sehr theoretisch in Wirklichkeit, also damit meine ich auch anstelle von Serge, dass einfach der Angriff über die Fähigkeit gepusht wird und man kann anstelle von Serge eben einen zweiten Hurricane spielen. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich umsetzbar ist, weil man ja trotzdem einen Brauchplatz für Deftones. Also, na, das wird nicht gehen. Zumindest nicht auf wirklich hohem Niveau. So, das ist seine Funktion bei mythischen Titanen. Wo er enorm stark sein könnte, ist bei Events und Türmen. Das Problem aber bei Events ist, dass er lila ist. Ich habe das schon bei ein paar Helden in letzter Zeit erwähnt. Um bei Events gut spielbar zu sein, also damit ein Team gut spielbar ist, braucht es üblicherweise einen Schadensteiler drin. Das bedeutet Wilbur Ilmarinen in Rot oder Gunnar in Blau. Theoretisch Dölgön in Grün, aber der braucht so viel Mana, dass er sehr unpraktisch zu bespielen ist, sage ich mal. Die zweite Karte, die man braucht, oder einen zweiten Helden, wenn man wirklich auf maximalen Schaden gehen will, das ist eine Version entweder Franz Hammerdusk oder Buster in Rot. Und jetzt seht ihr schon, das überschneidet sich. Wir haben da zweimal Rot drinnen. Wir haben einen Helden in Blau, einen in Grün, also zwei in Grün möglich. Mit Franz und eben theoretisch Dölgön. Und es ist aber nichts in Lila und es ist nichts in Gelb. Und deshalb ist es sehr schwierig, dass man eine von den beiden Farben bei Events spielen kann, weil es halt einfach, es kommt dann zu wenig Schaden zustande. Und deshalb wird Hurricane bei Events, glaube ich, trotzdem nicht, also es wird nicht viel bringen, weil man einfach Lila schwer spielbar machen kann. Wobei, gut, ich meine, Domitia haut sehr fest zu, eher wenn man noch einen dritten dazu hat. Eben Aramis vielleicht, vielleicht machen die zu dritt genug Schaden, dass sie das auszahlt. Aber das ist dann auch vom Mana schwierig. Also ich glaube nicht, dass er da was bringt. Bei mythischen Titanen ist er sicher richtig fein, weil einfach 410% Schaden auf genau drei, was meistens das ist, was man braucht. Natürlich wäre auf alle noch besser, aber also es geht jetzt immer um die höchsten Levels bei mythischen Titanen. Damit wäre er halt eine Option, also bei den höchsten Levels bei drei von mythischen Titanen, bei den höchsten Levels von Türmen spielt man ja im Normalfall 4 bis 5 farbig, weil man ja einen Nachteil davon hat, wenn man eine Farbe zu oft einsetzt. Also wenn man mehrere Helden einer Farbe hat. Und da ist in Lila, ja, so richtig gut. Domitia ist da fast bisher eine der besseren. Aramis, ja, da wäre Hurricane auf jeden Fall eine Stärkung mit mehr Schaden. Und vor allem steigt er dann ja noch, sowohl mit der Kraft des Jägers, die laufend was bringen wird, als auch unten dann mit der gegen schwächere Element, auch wenn das nicht so oft, aber es sind immer wieder einzelne Gegner vom schwächeren Element. Ja, wobei das was bringt, ist wieder was anderes. Was ich jetzt noch nicht angeschaut habe, ist seine Alpha-Bauer, die natürlich bei ihm besonders gut dazu passt. Zu Beginn jedes Kampfes erhält dieser Held 6 Züge lang plus 20% Angriff. Und das finde ich eigentlich verwunderlich, dass er das kriegt, weil schon klar sein sollte, dass er in ein paar Bereichen absolut führend sein kann. Und fast alle anderen Helden bisher haben, die irgendwo besonders stark sind, haben eine Alpha-Power dazu kriegt, die eher schlecht dazu passt. Also egal, Heiler haben oft Angriffsboost, der nicht viel bringt und gute, ich weiß nicht, manche Helden haben irgendwie Immunität gegenüber Minions oder irgend sowas oder Angriffshelden haben irgendeine Schadenreduzierung auf ihrer Seite, was meistens ihre Stärken nicht fördert und meistens will, es ist ja üblicherweise besser, dass man die Stärken von den Helden fördert, als anstelle von die Schwächen ausmerzt. Ja, wenn ich das jetzt in die Betrachtung einfließen lasse, was ich vorher gesagt habe, verglichen mit Aramis, ja natürlich haut er damit noch einmal viel fester zu,
Das habe ich vorher selbst zwar gewusst, dass er die Stärkung hat, aber habe das jetzt noch nicht in der Beschreibung bedacht. Das heißt, natürlich haut er Aladdin noch stärker zu als die anderen vergleichbaren Helden, von denen ich geredet habe. Also sprich, als beispielsweise Phileas Fogg. Ja, gar nicht, stimmt gar nicht, weil die Wut ähnlich viel zu. Aber sag mal, in Wahrheit handelt es sich dann halt bei ihm ungefähr 500%, ändert aber trotzdem eben nichts an dem Prinzip, dass er halt, ja, unter Anführungszeichen nur Schaden macht und der Schaden zumindest nicht sofort ausreicht, dass Helden dran sterben. Normal, ein Monster, was den Damage Output betrifft, aber aus meiner Sicht zumindest nicht so ein allgemein ganz unangenehmer Tank, wie es Aramis ist. Aber eben, dann auch, also ich würde, bei mir wäre er sicher der beste Tank, nehme ich einmal an, ohne dass ich ihn bis jetzt erlebt hätte. Also ich spiele aktuell mit Wächterpanther, könnte auch, was weiß ich, ein paar andere, also in Lila jetzt, jeder ein paar andere Optionen, aber ja, er wäre stärker. So, werde beschwören, so richtig nicht. Weil er für die Dinge, die mir im Spiel so richtig wichtig sind, mir glaube ich zu wenig bringt. Selbst wenn er als Tank gut wäre, ist an mir reine Def-Helden wären mir nicht allzu wichtig, weil es mir einfach, ja, ich muss damit leben, dass ich nicht immer die aktuelle Def habe und sonst habe ich halt einmal ein paar Monate lang die aktuelle Def und es ändert jetzt, also ich bestimme mehr über meine Leistung im Angriff als darüber, dass ich die beste Def gerade stellen kann. Für seine Angriffsfunktionen, ja, wie gesagt, bei Events könnte ich nicht ansetzen. Für mich würde er hauptsächlich eine weitere Option sein, hinter Turkrug und so bei einem mythischen Titanen, aber ich weiß nicht, ob ich da nicht eher einen zweiten Turkrug dann mache. Ja, würde ich ihm nicht vorziehen, aber für einen Titanen würde er mehr bringen. Und bei Türmen ist es halt so, da gibt es halt viele gute Optionen. Er wäre sicher für mich jetzt eine der besten, die würden schon im Endeffekt, die würden schon spielen, aber es ist jetzt nicht so, dass er ja, die zu erwartenden Punkte extrem erhöhen wird. Und von den anderen in Wahrheit wirklich freuen würde ich mich eigentlich nur, wenn wie Lady de Winter, weil sie in Rush halt schon ein ganz besonders ekliges Biest ist. Die anderen Helden, eine zweite Feline könnte ich zwar gut brauchen, aber ja. Wie gesagt, das ist aber jetzt meine persönliche Sicht, das ist mir schon klar, dass der grüne Ritter für die meisten Spieler ein tolles Ziel wäre. So. Also sprich, ich werde nicht richtig beschwören, ich bin aber in Vorbereitung, ich werde vor Ende des Events, wenn ich weiß, welche Angebote ich gekauft habe und so, werde ich Unterwildnisbeschwörungen machen und ich glaube, ich werde eine Handvoll oder vielleicht eine Kiste oder so ein Paktbeschwörungen dann machen. Werden wir schauen. So, abschließend jetzt noch ein kurzer Blick zum Turnier. Habe diese Woche kein Video gemacht. Ich habe mehr Spiele verloren, als mir recht ist, aber alle, wie es bei blutigem Kampf üblich ist, relativ knapp. Also ich habe immer zumindest zwei, meistens drei oder vier Gegner umgehauen. Das Interessante daran ist, also mein Def ist am Schluss richtig abgesackt. Ich war meistens in C und heute wird sie in D abstürzen. Also sprich eigentlich eine schlechte Def. Und trotzdem, obwohl ich fünfmal verloren habe und schlechte Def gehabt habe, bin ich 1300. Also es muss einfach ein wirklich schweres Turnierformat sein. Und das kommt da wenig überraschend, weil ja blutiger Kampf bedeutet, dass man schnell ein gutes Board braucht und im Drei-Stern-Bereich blutiger Kampf erst recht bedeutet, dass man noch schneller ein gutes Board benötigt, weil halt, ich weiß nicht, gegen wen habe ich da so verloren, ja, lauter doppelt gebreakte Helden. Alles doppelt gebreakt, ich meine nicht überall, es werden schon einzelne nicht doppelt gebreakt sein, in dem Fall der Tank. Aber doppelt gebreakt bedeutet gerade im Drei-Stern-Bereich einfach, dass schon die Auto-Attacks so hoch sind, dass man sie als Angreifer, wenn man selbst keine solchen Helden hat, nicht allzu viel erlauben darf. Und deswegen scheinbar ist da fünfmal verlieren eh gar nicht so schlecht gewesen. Ja, so ist es. Von der Def bin ich ein bisschen enttäuscht, aber kommt natürlich darauf an, wer da angreift. Falls da Angreifer, ja, in einer doppelt gebreakte kommen im Normalfall nicht zu mir, aber ja.
Vielleicht habe ich sie einfach überschätzt. Vielleicht habe ich diese Fähigkeit von Nordre mit Deftan und wenn er stirbt, dann Minions ein bisschen überschätzt. Na gut. Jetzt ist das Video wieder viel länger geworden, als ich vorgehabt habe. Es ist mitten in der Nacht. Ich sollte eigentlich schlafen. Na gut. Jetzt lasse ich euch schlafen, falls ihr euch das auch am Abend anschaut. Tschüss. Bis bald.